Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Show Minecraft. Moin, ich bin der Fages LP und heute mal wieder mit Misas Texturen unterwegs. Eigentlich wollte ich ja die anderen mitnehmen. Moment, ich muss mal gucken, ob die Aufnahme läuft. Ich habe da in letzter Zeit Probleme. Sekunde, bin gleich wieder bei euch. Eigentlich wollte ich ja mit den anderen aufnehmen. Aber ich habe mir überlegt, wenn ihr am Sonntag auch eine Folge haben wollt, dann muss das natürlich spontan sein. Und jetzt auf spontane Art und Weise ist natürlich keiner da. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, hier, komm, nimmst du halt mal selber alleine den Vergnügungspark auf. Denn heute gehen wir in den Vergnügungspark. Genau. Erlebnisbahn, soll ich die gleich mal mitnehmen? Ach komm. Ich habe aber keine Lore. Hä? So. Ah, es ist laut! Ich sehe gar nichts. Toll. So was ist das? Ja. Das ist hier so ein Kneippbad, ne? So ein pharmazeutisches, tu mich wohl, Bad. Tu mich wohl, dann tue ich dir kein Unwohl. Mann, war das schlecht. ja, ist eine Erlebnisbahn. Aber was mich interessiert, muss man sich eigentlich für die Erlebnisbahn Gummistiefel anziehen? Oder du läufst hier quasi... Also das wäre jetzt so eine schöne Spaßbahn, wenn man jetzt, wenn man nicht jetzt, ja, irgendwie im Schwimmbad wäre oder so, dann wäre das ganz gut. Aber wenn man jetzt im Vergnügungspark ist und später noch so aufs Kettenkarussell trockenen Fußes und dann da oben in 30 Meter Höhe da rumgeweht wird, oh, Feuer, dann kann das ganz schön kalt werden da oben. Deswegen frage ich mich, ob das hier so gut ist, einfach. Es ist aber schön warm, schön warm. Jetzt wird ja schon wieder dunkel. Ich mach mal die Zeit nochmal auf 0, damit wir auch was davon haben. So. Obwohl, warte mal. Ich mache die Zeit mal gerade auf was anderes. Das gerade so gut aussah. Ui. Okay, ich lasse es mal auf dunkel. Ja, wir sind jetzt den ganzen Tag durch das Erlebnisbad durchgerutscht. Oh, was haben wir denn hier alles? Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Was? Guten Tag. Süßigkeiten, Verrosung. Guten Tag, ich hätte gerne Ihre Kiste. Moment mal, ich klaue Ihnen mal einen Apfel. Danke. Nicht? Ich kann ihn auch gerne wieder zurückgeben. Hier. Nicht. Ja, wir müssen nochmal an unserer Kommunikation arbeiten, du und ich. Nee, da wird leider nichts draus. Ich muss... Nee, tut mir leid, ich muss weiter. Nee, ja. Das nächste Mal. Ach so, ich kann dir den Apfel noch wiedergeben. Wo ist er denn? Ja, da hast du den Apfel. So. Tschüss. Oh, was ist das? Musik? Warte mal. Dann mache ich hier mal Stopp. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir was haben. Links Musik Start, rechts unten Stopp. Das... Ja, ich will mehr. Das Kettenkarussell. Das Kettenkarussell, kann man das eigentlich von unten betreten? Weiß ich gar nicht. Ich versuch's gerade mal. Oh, da war aber ein Ton falsch. Aha. Das hat, glaube ich, Asko gebaut. Schlagt mich, wenn ich was Falsches gesagt habe. Mädels. Das können nur, nee, Amy oder Asko waren das. Also gebaut haben am Vergnügungspark ich. Ich bin der Esel. Amy, Asko, Lira. Bisschen der Draki, glaube ich, auch mitgebaut. Okay, jetzt habe ich aber genug davon. Wir machen mal wieder die andere Mucke weiter. Rechts unten Stopp. Okay, habe ich. Ihr könnt natürlich auf Liras Kanal auch jede Menge von diesen Videos sehen. Also, was heißt jede Menge? Ich glaube, 3 oder so hatten wir da auch gemacht. Oh, eine Schaukel. Ach so. Lass mich doch noch schnell nach oben fliegen. Da
war eigentlich noch ein Lichtspiel drin, das funktioniert aber nur, wenn man im Chunk bleibt. Weil das ansonsten ausgeht. Das kann ich hier einmal demonstrieren. So nämlich, genau. Ja, funktioniert. Ja, sieht eher aus wie ein Wackelkontakt. Egal. da drüben. So, war ich denn noch nicht. Nachts durch den Vergnügungspark. Da muss ich doch vor Schreck erstmal auf die Herrentoilette. Was ist das? Ich würde ja da jetzt Papier reinlegen. Warte mal. Moment, so kann das ja nicht. Also, das kennt ihr ja auch, wenn man erstmal vom Klo kommt und sich erstmal die Hände waschen möchte. Und was dann fehlt, was dann nicht fehlen darf, ist einfach eine leere Karte. Denn leere Karten kann man immer gebrauchen, genauso wie Papier, auch ganz wichtig. Also muss ich erstmal ein bisschen Papier rein, so. Ups, nee, ich brauche das nicht. Und ein paar Karten. Machen wir mal so. So. Nee, ist ja wunderschön. Okay. Und dann kann ich auch gleich nochmal... Hä? Toll. Das ist einfach nur so ein... Hä? Was ist das denn? Das ist ja auch witzlos, ne? Bemühst du dich hier echt auf das Herrentoilette zu gehen? Wäsch dir aber die Finger, kommst mit der Damentoilette raus. Ah, Hilfe! Naja, gut. Eine Schaukel, die nicht funktionieren würde. Ich glaube, die hat Lira gebaut. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin mir auch ganz unsicher, wer was gebaut hat. Auch bei der Arena. Raki vielleicht? Nee, ich weiß es nicht mehr. Davon gibt es übrigens ein sehr schönes Video bei Liras Kanal. Das kann ich jetzt gar nicht so demonstrieren. Also normalerweise funktioniert es so. Es gibt hier 2 bis 4 Teams. Jedes Team stellt sich in eine Ecke. Auf Anpfiff rennt man dann in die Mitte und versucht sein Gegenüber irgendwie den Boden unter den Füßen wegzuschlagen. Ja, wer zuletzt steht, hat gewonnen. So läuft's. Was ist das hier? Hallo? Hier, du, da möchte ich mal rein. Das ist die Schämlich-Ecke. Ja, wenn du verloren hast, dann, ne? Okay. Mahlzeit. Huch. Ist da gerade was explodiert? Oh, das ist die richtige Musik für... Wir gehen mal eben zum Schiff. Denn wir haben hier nämlich nicht nur ein normales Schiff, also was ganz anders steht, sondern auch Erwachsene 5 Smaragde, Kinder 3 Smaragde, die Schiffsschaukel. Aber leider funktioniert sie nicht mehr so, wie sie soll. Das heißt, sie funktioniert gar nicht. Aber sie steht hier. Ich weiß gar nicht, wer sie gebaut hat. Asko? Lira? Einer von ihnen. Finde ich sehr hübsch. Ein Schiffsschiff. Mein Gott. Das schwebt quasi über dem Wasser. Und hier unten waren eigentlich auch noch Boote. Ein paar Bötchen zum Schwimmen, weiß er Bescheid. Hat aber keiner genommen. Bevor ich aber da weitergehe, da gibt es mir noch so viel, wollte ich erstmal diesen Weg hier nochmal einschlagen. Nee, immer noch nicht. Pass auf, ich gebe dir ein bisschen Redstone, so, da kannst du nachher dir noch jemanden angeln. Ich bin weg, tschüss. Immer diese aufdringlichen, also meine Güte. Das hier ist nämlich das Märchenkabinett. Ich gehe mit Absicht erstmal so lang, damit ich auf dem Rückweg andersrum lang gehen kann. Ach so, die haben wir auch noch vergessen. Das war nämlich zum Geburtstag von allen MC-Lern. Bitte drücken. Jetzt muss ich die Musik nochmal schnell wegmachen. Das war zum Geburtstag. Da hat nämlich jemand Geburtstag gehabt. Einer von denen, die mitgebaut haben und haben uns gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, komm, mach dir mal eine Freude. Schöne Erdbeertorte mit Sahne. Tunnel der Kurzweil. Ach so, was siehst du? Das ist jetzt das Rätsel für euch. Was seht ihr? Lira, was ist das? Ich erkenne es selber nicht mehr. Okay, da ist eine Kuh mit riesigen schwarzen Augen, mit einem Pilz auf dem Kopf, die mich anguckt. 2 Bänke, ein Tisch und 2 Blumenpötte in der Ecke.
Was soll das sein? Also, huch. So, dann haben wir einen leeren Raum. Das ist besonders interessant. Ich würde sagen, das ist aus dem Film The Room. Ah, das ist auch hübsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ein Glas-Container. Das sind Schneewittchen und die sieben Zwerge. Okay, das erkenne ich. Das hier erkenne ich nicht. Und das hier, also der Froschkönig, der Pilzkönig. Es könnte natürlich der Pilzkönig sein. Oder was könnte es noch sein? Der Pilzkuhs neue Kleider? Oder das tapfere Pilzkuhlein? Was gibt's noch? Das tapfere Pilzkuhlein, ja, hatte ich gerade gesagt. Gut, gehe ich mal weiter. Warte mal, die Musik passt gerade nicht. Machen wir mal den nächsten. So. Das passt besser. Wir sind ja hier am Rätselraten, da passt ja auch eine Rätselrate. Das ist einfach, das muss Rapunzel sein. Rapunzel. Was ist das denn? Rabipunzel oder was? Was ist denn das? Aus den Versicherungsvertreter. Ist irgendwie verkehrte Welt. Oh, das Pferd. Wir gehen, da vorne war die Schiffsschaukel. Wir gehen jetzt erstmal zum Riesenrad. Das finde ich mich auch sehr hübsch. Das hat Lira, glaube ich, gebaut. Das ist richtig geil. Pass auf. Fahrkartenverkauf. Erwachsene 5 Smaragde, Kinder 3 Smaragde. Eingang. So, dann gehst du hier rein. So, jetzt muss das Ding nur noch losfahren. Ich glaube, das wäre mit Kommandoblöcken heute sogar möglich, Lira. Aber es wäre ziemlich aufwendig. Weil du jedem Block ein anderes Kommando geben musst. Das heißt, du brauchst hier gut 200 Kommandos, ne? Ach, mehr, sag ich. Nichtsdestotrotz komme ich hier nicht durch. Nichtsdestotrotz. Ein schöner Kreis. Ist das da oben eine Wolke oder was ist da? Ach ja. Hier oben kann man. Nee, da oben kann man nicht mehr drin stehen. Hier kann man sich auch nochmal reinstellen. Hier fließt schon der Nebel über den Boden. Dann kannst du hier dich rausstürzen. So. Die Schiffsschaukel, die hatten wir gerade. Ja. Ah, hier ist eine Zuckerstange, guck mal. Und was ist das hier eigentlich? Was zum. Och nö, das. Skyline 1.1 wieder seine ICE-Strecke lang gebaut. Egal. Da, gehen wir doch mal lang. Und jetzt kaufe ich mir eine Zuckerwatte. Oder Erfahrungsfläschchen. Ja, interessiert mich. Warte mal. Kann ich dir irgendwas andrehen? Hier. Ja. Hast du schon gesehen, ne? Ja, ich freue mich auch. Hast du jetzt was Neues? Hallo? Hast du jetzt was Neues? Redstone. Warte mal, das machen wir auch nochmal. Hast du jetzt immer noch was Neues? Ich will das gerade mal ausprobieren. Warte mal. Oh, ich kann das ja nochmal machen. Ja, freut mich auch. So, und was hast du, Tante? Getränke. Kohle. Ist doch was drin? Tatsache. Guten Tag. Oh, Effizienz 2. Ich muss das mal im Survival ausprobieren. Egal, weiter geht's. Das hier ist, glaube ich, nicht ganz fertig geworden. Baustelle betreten streng verboten. Ich gehe mal gucken.